Brautkleider, Limousinen, Dessous, Ringe. Profis aus insgesamt 10 Landkreisen zeigten ihr Können und stellten ihre Produkte in Sachen Heirat vor. Am Wochenende lockte die größte Hochzeitsmesse Südostbayerns in Essenbach die Zuschauer an. Zum 10. Mal fand dieses Event statt. Und unter den zukünftigen Brautpaaren dürften wohl keine Wünsche offen geblieben sein. Als Besucher auf der schärfsten Hochzeitsmesse in der Skala findet man vom Trauring angefangen, über Limousine, über das Kleid, Trachtenkleid, über Accessoires, über alles, was man praktisch zum Heiraten braucht, Musik, Orte zum Feiern, also alles, was das Hochzeitsherz sich wünscht. Theoretisch könnte man also den kompletten Festtag von A bis Z hier planen. Zusätzlich zu den Ausstellern sorgten Bühnenshows und Musiker für kurzweilige Unterhaltung. 85 Firmen und Dienstleister verteilten sich auf insgesamt rund 4000 Quadratmetern. Dieses Event begann vor 10 Jahren eher durch Zufall. Also ich habe früher Musik gemacht und habe sehr viele Hochzeiten gespielt und umrahmt und habe dann aus einer Laune heraus gesagt, wir machen einen Ball der Brautkleider. Und dadurch ist wie die Jungfrau zum Kind eine Hochzeitsmesse entstanden, die dann Dimensionen angenommen hat, wo man vor 10 Jahren nicht gedacht hätte, dass das mal so weit kommt. Unter anderem zeigten auch echte Brautpaare ihre Outfits. Und selbst Modehäuser aus Österreich haben die schärfste Hochzeitsmesse bereits für sich entdeckt. Die zweitägige Veranstaltung hat ja auch Einzigartiges zu bieten. Wir haben einen Messetag, nämlich den Samstag, in die Nacht verlegt, wo also zum Schluss ein Abschlussfeuerwerk, ein Höhenfeuerwerk stattfindet, wo die Besucher aus dem Wintergarten raus, ohne dass sie ins Freie gehen, dieses Höhenfeuerwerk anschauen können. Und wir sind die einzige Hochzeitsmesse in Deutschland, die 6 Musikformationen gleichzeitig live spielen lässt. Umsetzbar ist das aufgrund der räumlichen Trennung zwischen den einzelnen Messebereichen, die sich über mehrere Stockwerke verteilen. Außerdem entdeckt man Inspirationen, die man vielleicht nicht unbedingt sofort mit Hochzeitsfeiern in Verbindung bringt. Und wer es heuer nicht geschafft hat, der kann dieses Jahr zumindest für die Verlobung nutzen. Denn die nächste Schau, die kommt garantiert.